In diesem Video ist alles leer, kommt eine Tüte ins Bild, ist die Leiter groß und ein Ort zu sehen. Servus Leute, hier ist Kai von Travel Camping Living. Willkommen am letzten Tag. Ja, ihr habt richtig gehört, letzter Tag zu Hause, die nächsten 2 Monate on the road. Wir verlassen das Kistenchaos zu Hause und machen uns auf den Weg. Aber wohin geht's? Tja, 2 Monate in Zottel mit dem Team nach Irland. Die nächsten 1,5 Wochen sind wir noch so ein wenig unterwegs in Deutschland. Und die Anreise natürlich nach Irland. Was machen wir in Deutschland? Wir fahren erstmal nach Österreich. Das ist irgendwie Österreich. Ah, egal. Kurz noch bei Mona und Nico vorbei, Fahrzeugfilm. Dann fahren wir zu Timo, sagen da Hallo und Tschüss. Familie, hallo, kurz bleiben und tschüss. Dann nach Berlin. Was zum Geier treibt uns nach Berlin? In Berlin sind wir auf einen Event eingeladen, wo ich noch nicht so genau weiß, inwiefern das für mich am Ende des Tages wirklich interessant ist. Aber es wird sicherlich spannend und lustig. Und irgendwie ist sowieso alles besser, als hier im Kistenchaos zu sein. Von Berlin geht's dann mehr oder weniger direkt weiter, wenn sich der Plan nicht ändert, nach Irland. Ein Land, in dem ich zuletzt, ich weiß nicht, vor 20, 22 Jahren war, habe dort ein Praktikum gemacht während meines Studiums und wollte immer mal wieder hin, habe es nie geschafft. Aber dieses Jahr, wenn alles nach Plan läuft, schaffen wir es. Und was erwartet uns in Irland? Naja, wir fahren erstmal über Land hin. Also nehmen die Landbrücke über England, 2 Bootsfahrten also. Danach erreichen wir Irland und fahren dann im Uhrzeigersinn mehr oder weniger der Küste entlang. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, Nordirland noch oder das dann mal zu einem separaten späteren Zeitpunkt. Das wird sich alles zeigen unterwegs. Wir haben nicht den Mörderstress, wir haben bis Ende April Zeit und die Zeit nehmen wir uns. Und mich und das Team wird es freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid, mit einsteigt, Irland mit uns erlebt, vorher Berlin und ein paar andere Kleinigkeiten. Wird uns riesig freuen und ich glaube, es wird eine coole Tour. Ich freue mich riesig auf Irland, auf das Land, auf die Menschen, auf die Pubs, auf die Küste, auf das Wetter. Okay, Wetter lassen wir jetzt mal in Anführungszeichen dastehen, aber ich glaube, es wird lustig und steigt ein, kommt mit und dann geht's los. Bevor hier aber der Spaß beginnt, beginnt erstmal die Arbeit. Gewisse Dinge müssen in Zottel. Solche Auffahrrampen zum Beispiel. Der kaputte E-Scooter von Io Hawk. Transportboxen. Jacken in jeder Form. Das Wetter kann alles geben. Was nicht mitkommt, sind die leeren Räume. Die lassen wir hier. Die To-Do-Liste wird gerade schon massiv abgebaut und abgestrichen. Das Schlimmste kommt einfach jetzt noch, das muss alles runtergetragen werden. Da könnt ihr gerne mit anfassen und irgendjemand hätte auch noch zum Friseur gehen sollen, aber hat's nicht mehr geschafft. Das Einräumen in Zottel ist gut gelaufen, so gut wie alles drin. Knoblauch muss noch mit. Hier, also die Kamera und der Laptop steht da hinten noch und dann ist alles parat. Bevor ich jetzt aber ein letztes Mal hier die Tonne runtertrage, gönne ich mir noch mal eine schöne, lange, ausgiebige Dusche zu Hause. Die gibt's dann demnächst im Van nicht mehr so häufig. So lang vor allem. Das war's. Zottel ist voll. Ich auch. Gerade noch kurz Abend gegessen. Puh, kurz vor der Fressnarkose. Aber die Liste ist abgearbeitet. Wir dürfen nichts vergessen haben. Zumindest nichts, was auf der Liste steht. Wir können aufbrechen in ein neues Abenteuer. 2 Monate im Van auf der Strecke. Und ich freue mich riesig drauf. Der Abschied fällt diesmal nicht besonders schwer von der Wohnung. Das habe ich schon anders erlebt und jetzt Abflug. Und irgendjemand sollte ja noch das Licht ausmachen. So, dann macht ihr mal hier noch die Tür zu und wir sehen uns. Da sind wir unten bei Zottel und es sieht ziemlich chaotisch aus. Die Jungs sind noch nicht da, wo sie hingehören. Hier unten auf dem Boden liegt eine Auffahrrampe, eine zweite im Keller. Und auch unterm Tisch liegt noch so einiges, was da eigentlich nicht hingehört.
Das geben wir aber unterwegs alles noch irgendwo hin ab. Da hocken wir. Ganzes Team am Start. Kann losgehen. Dann mal los. Ich hoffe, wir haben alles. Und vom Strom sind wir auch abgehängt. Wir fahren jetzt erstmal durch die Nacht. 80 Kilometer, ein bisschen mehr als eine Stunde. Bis Sargans und da pennen wir. Und morgen geht's weiter. Und es ist immer wieder geil, abzufahren. Und ich freue mich auf den Moment im Juni, wenn ich meine Wohnung abgegeben habe, größtenteils, und irgendwie noch mehr Freiheit verspüren werde, hoffe ich. Und so fahren wir durch die dunkle Nacht erstmal nach Rotenturm, dann über die Hochebene runter auf die Autobahn und immer weiter gen Richtung Chur. In der Gegenrichtung ist einiges an Verkehr, in unserer Richtung nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, es ist Sonntag und das sind die Skiurlaubsrückkehrer, die alle nach Hause müssen. Bei Sargans verlassen wir dann die Autobahn, gurken noch ein bisschen durch die Äcker und suchen uns den Weg zum Schlafplatz. Google lässt uns ein bisschen im Stich mal wieder, aber wir finden es auch so, wir waren da nämlich schon mal. Finden ihn auch ziemlich verlassen vor, ein PKW steht dort und noch irgendwas anderes hinten im Eck. Also stellen wir uns irgendwo mittig dazwischen mit viel Abstand zu beiden. Da wären wir also. Gut hingefunden. Google Maps hat mich zwar ganz komisch geführt, über Strecken wollte es mich schicken, die man gar nicht fahren darf. Also weiß nicht, was die sich heute wieder zurechtgerechnet haben. Das war wieder mal unterste Kanone. Jetzt gehen wir mal noch kurz raus. Möglicherweise erkennt ihr es. Wir waren hier schon mal. Wahrscheinlich seht ihr es morgen besser, wenn hier nämlich Licht ist. Wir stehen hier bei Sargans am Vita-Parcours zwischen Autobahn und Rhein. Stehen nicht ganz alleine, hinter uns weiter entfernt steht noch einer. Und ein PKW steht da vorne auch noch. Das finde ich immer seltsam, wenn um 22 Uhr am Sonntagabend irgendwo noch ein PKW steht. Was treibt der hier? Aber ist auch egal. Es ist kalt, ich gehe wieder rein. Und zur Feier des Tages. Und weil die Tour beginnt und heute Sonntagabend ist, ein spanisches Bier. Das habe ich im Lidl gekauft, als ich gerade wieder spanisches Festland erreicht hatte. Nach Marokko. Passt doch irgendwie, oder? Prost! Oh, lecker! Und irgendwie passt's zum Team, Warrior, der Kämpfer. Ja, und während ich hier das Bierchen trinke, sitze ich auch am Rechner und schneide genau das, was ich heute gedreht habe. So, Feierabend nach Mitternacht. Ich glaube, es ist Zeit, mal eine Runde zu schlafen. Die zwei Pappnasen hier sind schon auf dem Weg dahin, kommen jetzt noch nach hinten ins Bett. Und dann jetzt ins Reich der Bärenträume. Hier geht's dann in ein paar Stunden weiter. Gute Nacht, bis nachher. Hat irgendjemand meinen zweiten Socken gesehen? Jo, schönen guten Morgen. Ich habe meinen zweiten Socken gefunden. Schon mal ein guter Start in den Tag. Und ansonsten hört sich's hier nach Frühling an. Hier zwitschert's und macht's und das Feuerholz liegt auch schon bereit für die anstehende Grillsaison. Boah, und ich bin schon wieder spät dran, müsste eigentlich schon auf der Autobahn sein, aber oh, es ist Montag, ne? Und ist euch eigentlich aufgefallen gestern? Übler Fehler. Ich bin heute Morgen im Bett eingefallen. Was ist es? Ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich mal sagen, da wir schon spät dran sind und den Fehler von gestern gefunden haben, fahren wir mal so langsam los, oder? Und da vorne haben wir gerade Urmel getroffen. Hat mich sehr gefreut. Gute Fahrt weiterhin. Schönen Urlaub euch beiden. Oder dreien. Oder vieren. Und für den Co-Pilot gab es auch nochmal ein paar Gurzli. Morgens ist es hier auch ziemlich busy. Hundeläufer, Jogger. Gut was los. Wir hauen ab. Und Kollege Co-Pilot arbeitet heute auch nur, weil er deutsche Bamsemums gekriegt hat. Jo, dann machen wir uns mal auf den Weg. Verlassen den nachts ruhigen Spot und gucken wir mal, dass wir nach Österreich kommen. Nächster Halt, Monau-Nikko. Da wären wir. Willkommen in Österreich bei Monau-Nikko auf dem Hof.
Da steht schon eine Lokomotive. Und dann sind wir bei grauem Wetter und 3 Grad. Huch, da. Der sieht aber komisch aus. Was fehlt? Finde den Fehler. Da wären wir also herzlich willkommen bei Mona und Nico. Da stehen auch noch ein paar Autos rum. Und bei den meisten fehlt auch nichts. So, jetzt gucken wir mal, ob jemand da ist. Hallo! Wuff, wuff, wir werden gleich mal begrüßt. Na, gehst du an meine schöne, saubere neue Jacke? Ja. Die gute Jacke. Mona, hallo. Hi. Ja, und kaum sitzt man hier, stehen schon wieder Tüten und Dinge auf dem Tisch. Für mich ist natürlich der kleine Hase hier, ne? Das ist schon ganz klar. Eieiei, danke schön. Da läuft nicht der Meisterbäcker davon. Das ist Nico, servus. Servus. Ah, ich habe mal wieder aufgenommen, ohne aufzunehmen. Also ihr habt die Entkleidung des Kuchens verpasst, den Mona gebacken hat. Warum auch immer. Hier ist übrigens auch schon Frühling, denn hier blühen schon die Blumen fast. Und die Weidekätzli sind am Rumkätzlin. Und da es noch kein Frühstück gab, ist ein Stück Kuchen um 11 Uhr. Schon geil. Mona, das Ding sieht Hammer aus. Das ist mein Lieblingskuchen. Ja, ich esse den auch extrem gerne. Das ist der Wahnsinn. Oh. Oh, da hocken wir vom Kuchen und keiner traut sich. Ja. Wir haben keine Kuchengabel, wir haben keine Teller, wir haben weder Messer noch Gabel. Wir sind in der Werkstatt. Richtig. Hast du Schraubenzieher? Ja. Das erinnert mich aber immer irgendwie an einen Arzt. So, Mama. Ein Holzlöffel, immerhin ökologisch sinnvoll, ne? Ja. Die sind noch, die wären doch praktisch für einen Camper. Und jetzt? Jetzt kein, ne? Ja. Ist da Alkohol drin? Ja, nein. Riecht nach Alkohol. Also, danke schön und lass es schmecken gut. Alkohol. Ihr solltet ihn probieren können. Ja, machen wir. Ja, nichts mehr mit Kuchen, sondern stehen wir da draußen in der Kälte und jetzt laufen wir ein bisschen rum. Ja, laufen. Und mit mir zusammen läuft der Nico rum. Hallo Kai. Servus. Und wir gucken uns sowas an. Das habt ihr schon mal so ein bisschen kurz gesehen und heute kriegt ihr ein paar mehr Informationen dazu. Denn das Auto, das muss man einfach immer mal wieder zeigen und angucken und Infos dazu geben. Und das macht er hier, denn er hat es entsprechend aufgebaut und er weiß alles. Genau. Wenn das Wetter jetzt nicht besser wird, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also irgendwie wollte Nico unbedingt noch meine Lampen von Osram wieder oben dran anbringen für. Genau, für Irland. Noch ein bisschen Gewicht drauf. Und gewisse andere Dinge haben wir heute auch noch besprochen. Aber das erfahrt ihr dann irgendwann später mal. Es ist Zeit, Leute, Abschied zu nehmen vom Kuchen. Kuchen. Ja, okay, nicht nur vom Kuchen. Mona, Nico, Mara, schick sie bei euch. Danke fürs Kommen. Danke fürs Lampen wieder dran schrauben. Das hätte ich eigentlich auch mal selber machen können, aber ich hatte echt irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber jetzt haben wir wieder Licht für Irland. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg, glaube ich. Wir müssen ja noch zum Bub. Ciao, ihr beiden. Wir sehen uns spätestens Ende April wieder. Oh ja. Oder Anfang Mai, plus minus.
So, ihr Lieben, wir machen uns auf den Weg weiter zum nächsten Stop auf unserer langen Liste der Stops, nämlich zu Timo. Müssen wir hier erstmal rückwärts raus und dann gucken, dass wir kein Auto kaputt fahren. Und wir werden verfolgt vom weißen MAN. Nein, der fährt nämlich jetzt rückwärts in die Halle und wird morgen verarztet. Schön war's bei euch, Bona und Nico. Dankeschön. Lustige Zeit hier wieder gehabt und freuen uns alle riesig auf unsere gemeinsame Tour nach Albanien. Das wird der Knüller. Da wären wir, haben es geschafft, sind angekommen. Ganz schön was los auf der Bundesstraße entlang des Bodensees. LKWs, die vor sich hinschleichen. War eine zähe Geschichte, aber jetzt fahren wir beim Bub auf den Hof und parken direkt vor der Tür. Wir müssen nämlich was loswerden. Gehen wir mal schauen, ob jemand da ist. Wenig überraschend, da ist er, der Bub. Grüß euch. Servus. Die Sache ist die, ne? Ich hatte ja extra gekocht vor 2 Tagen, stand stundenlang in der Küche, habe eine super geile Bolognese gemacht, 1 Kilo Hackfleisch, 1 Liter Rotwein, richtig schön einkochen lassen, Zwiebeln, Knobi. Dann wollte ich das heute für ihn machen, warm. Sagt er, Bolognese hat er gestern gehabt. Es gibt halt Döner, ne? Und Salat. Oh, deine Lieblingstomaten. Mhm. Oh, Hunger. Monas Kuchen war gut, aber so ein Döner am Abend ist auch geil. Kuchen. Kuchen, oh ja, russischer Zupfkuchen. Zum Frühstück. Oh, geil. Ist aber ein Massaker. Dass er das mal mitbringt. Ja, also Mona hat mir angeboten, noch was mitzunehmen, aber ich hatte schon 3 Stücke gegessen und ich fand es dann echt sehr verfressen, noch was mitnehmen zu wollen. Gurte. So, nach dem Essen etwas Bewegung, aber was das jetzt gibt, das weiß auch kein Mensch. Ja. Eine neue Leiter fürs nächste Schnee-Event. Ist ja geil. Einfach. Und zur Not kannst du das Ding auch einem über die Rübe ziehen, ne? Wenn einer frech wird. Das ist ja geil. Brauchst halt nur den Platz in der Länge. Vielleicht brauchst du so wie an Airline-Schienen oder so fest. Knaller. Und welche Belastbarkeit hat das Ding? 150. Okay. Was ist das für ein Hersteller? Gibt's die bei Amazon? Carbest. Carbest war das. Carbest. Näher bestellt über Campingwagen. Campingwagen, okay. Sehr Knaller. Ist das Ding schwer? Nee. Kann man noch so ein bisschen zum Trainieren verwenden für die Rücken- und Schultermuskulatur. Aber schwer ist anders. Geiles Ding. Das hätte ich brauchen können in Österreich beim Schnee-Event. Oder letztes Wochenende in Voralp. Und so sieht's aus, als wärst du im Gefängnis. So, nach der Leiter kommt ein großes Paket. Ich habe schon mal vorgearbeitet. Ganz viele lustige Dinge, die Timo wiederverwenden kann. Und dann kommt hier ein Paket für Timo. 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 Ja. Dann gibt es hier, oh, nochmal Timo. Oh, wird immer besser. Weiße Briefumschläge, weißt du, was da immer drin ist, ne? Ja, weiß geht. Oh, das ist Co-Pilot. Das ist gar für mich und das ist auch für Co-Pilot. Hey, Co-Pilot! Co-Pilot, da ist ein Paket! Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Co-Pilot, so wird das nix, ne? Dann setz dich mal hier, das ist sauber, wobei du machst wahrscheinlich hier nur den Boden dreckig. So, das kannst du mal aufmachen und lesen. Oh, lesen ist nicht seins. Es ist schon spät, er ist müde. Ich mach hier mal weiter.
So, Co-Pilot, ein schöner Brief von Benjamin. Ganz vielen Dank. Co-Pilot sagt auch Danke. Und da sind gewisse Dinge für Co-Pilot, Flauschi und Friedrich drin. Die hole ich jetzt nicht auch noch alle. Die schlafen schon, wie gesagt. Es ist schon spät. Wir gucken jetzt hier mal rein. Oh Gott. Oh, schade, hast du das nicht im Van ausgepackt. Oh. Mann, bin ich froh. Bin ich gerade hier. Was ist denn das für ein Zeug? Ist das Holz? Hallo? Ah, das brennt wie Zunder. Oh, das ist... Ah, ich dachte jetzt mit gelbem Zeug meinst du Glück auf. Oh, Bier. Geil. Guck mal, Co-Pilot. Bier für dich? Lieber nicht. Ja, ist schon spät, sonst muss heute Nacht wieder raus. Ah, Schnaps. 32%. Ah, Schnapslikör. Lauterbacher Tropfen. 40%, es wird mehr, das sieht irgendwie gefährlich aus. Also, Waldmeister? Magenbitter, ungesüßt. Uiuiui. Müssen wir nachher noch eine Probe machen, hä? Noch das Bierchen. Stülpner Bräu, Starkbier. Google hat schon ganz große Augen. Erzgebirgebier. Oh. Oh, der schwarze Specht. 6,1%. So, sollen wir das jetzt mal ausleeren, um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles raus ist, Timo? Oh, das ist ein geiles Zeug hier. Das brennt wie Zunder. Ja, und jetzt nochmal. Oh, das ist leichter. Okay, das eine war das Flüssige. Das andere ist... Nudelschmaus. Die gibt's morgen zur Bolognese. Gibt's auch gedreht mit Tomate. Ich stelle das jetzt um. Aha, das sind die gelben Gläser, die du meintest. Reiner deutscher Honig aus dem Erzgebirge. Zurzeit geht's irgendwie rund im Erzgebirge. Genau. Ah, die Karamellstangen, die waren für mich, glaube ich, ne? Legen wir mal hier hin. Dinkelnudeln, jeweils Single-Portion, 150 Gramm. Oh, Russischbrot, das hat ja auch schon irgendwie. Kennst du das? Ja. Das ist übrigens auch anderes Verpackungspapier hier. Jo, ich glaube, ist auch leer. Benjamin, geile Sache, tausend Dank. Das wird unsere Marschverpflegung für Irland. Oder, Co-Pilot? Guck das Bier nicht so an. So, und während der hier vor sich hin stiert, ist jetzt Timo dran mit Brief lesen und auspacken. So, Brief gelesen und festgestellt, der Co-Pilot hat einen schweren Job, wenn wir zwei unterwegs sind. Aber heute ist er jetzt Mitte drin. Er guckt immer noch so komisch Richtung Bier. Oh, Fiedler, Erzgebirge Bier. Lecker. Orgelpfeifenbräu. Orgelpfeifenbräu. Oh, noch ein paar Nüdli. Dankeschön. Jo, die Sachen mal schnell verstaut, ne? Und. Ja, hast du recht. Oh. Ist das nicht euer Ernst, oder? Kopf. Also. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen soll, aber keine Geheimnisse, aber das macht mir jetzt schon Sorge ein bisschen. So schnell wird man ersetzt. Co-Pilot, ne? Morgen hast du wieder einen dicken Kopf. Und den hast du eigentlich immer, von daher macht es keinen Unterschied. Prost. Prost. So, Co-Pilot, willkommen in unserer Mitte. Immer ein bisschen hoch, da treffe ich dich. Sind ich nicht in... Marokko. Also es erinnert mich ein bisschen an Mundspülung. Komm Leute, du auch? Na komm, passt zu deinem Schal. Ja. Gucken wir mal, was das kann. Ich bin gespannt. Komm Leute, zum Wohl. Prost, Zaus. Zaus.
auf. Boah, so ein Mix aus Hustensaft und Mundspülung und Kräuter. Ja, das fasst, glaube ich, zusammen. Aber, ja, ein bisschen bitter, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, genau, wieder kann man trinken. Macht so ein frisches Gefühl im Mund. Ja. Also wir erfrischen uns mal weiter. Komm, Leute, bei dir? Ah, er trinkt vor der Kamera nicht, er ist scheu. Deswegen sagt er heute auch nichts. Ja, da guck mal, es ist nach Mitternacht und einer von uns dreien hat heute Geburtstag. Wer ist es? Schreibt's in die Kommentare. Und mein Rummel ist leer. Meiner ist voll. Bonsai. Prost. Ihr wollt jetzt nicht genau wissen, was hier gerade läuft. Es ist einfach zu komisch. Hallo Dirk. Hey. So viel zum Thema Grillaufsatz fürs Feuernetz. Da, Feuernetz. Kann man Bären grillen. Und hier, 3 Kilo. Wir testen's. Ja, Co-Pilot und ich sitzen hier jetzt irgendwie mittlerweile allein. Der Co-Pilot hängt schon ein bisschen im Sitz. Ich glaube, er hatte ein bisschen zu viel von dem grünen Zeug oder vom Rum oder vom Bier. Es ist mir nicht ganz klar, woran es liegt. Aber er hängt da so ein bisschen schräg, oder? Was meint ihr? Timo ist irgendwie gerade durch die Tür verschwunden. Und so unterm Strich ist es gerade 3 Uhr. Wenn der Co-Pilot Hunger hat, dann enden 2 Osterhasen so. Oder war das Timo? Man weiß es nicht, es hat leider keiner gefilmt. Der Co-Pilot hängt da wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Timo will heute keine Würstchen mehr grillen und baut seinen neuen Schwenker zusammen, um zu gucken, ob er in seine Tasche passt. Währenddessen vor uns ein fast leeres Rumglas und Mineralwasser. Und wenn ihr mal ein gutes Kissen braucht, gibt es hier Kissen von Black Roll. Super. Timo schwört drauf. Ja. Ich bin kurz davor, ihm zu glauben. Mein zweites. Endlich für ein Van eigenes. Muss ich nicht mehr von zu Hause mitnehmen. Legst du jetzt ein Lagerfeuer gerade hier auf den Tisch? Hast du keine Angst, dass es brennt? Nein. Und warum? Weil es grün ist. Was brennt eigentlich grün? Weißt du das? Wisst ihr das, was grün brennt? Gras? Irgendjemand hat den Schwenker geklaut. Es ist nicht übermittelt, ob der Co-Pilot damit was zu tun hat. Jetzt mit meinem Schwenker. Wir sind froh, haben wir heute Abend nur Wasser getrunken. Denn die Laterne leuchtet noch. Und die Wasserflaschen sind leer. Und ihr könnt jetzt mal den Co-Piloten in Zottel tragen und Zottel noch umparken. So, Co-Pilot und der Rest vom Team versucht mal nach Hause zu kommen. Hier ist leider die Tür zu. Co-Pilot, mach mal auf. Genau, Wasser. Wasser? Brauchst du noch mehr Wasser? Wir haben ja schon echt viel Wasser getrunken heute Abend. Was ist besser als Wasser? Noch mehr Wasser. Oh, guck mal, da liegt noch unser Paket von heute Nacht. Ne, von gestern Abend. Aber das lassen wir jetzt mal da liegen. Denn steht morgen auch noch da. Jo, da sind wir wieder zurück in Zottel. Feierabend, es ist deutlich nach 4 Uhr. Ich glaube, es ist Zeit, pennen zu gehen, oder Co-Pilot? Friedrich, jo, wir sagen mal Tschüss für heute. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch diese gesamte Mischung gefallen hat. Vielen Dank fürs Amazon-Partnerlink verwenden und den PayPal-Support. Coole Sache.
Und jetzt schnappe ich mir die beiden und wir schlafen mal ein paar Stunden und sehen uns im nächsten Video wieder oder so. Gute Nacht, ciao zusammen.